Hallo Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Eva Adonga und ich freue mich, ein neues Video euch zu zeigen, wie ich meine Haare lockig mache. Und ich benutze zwei Methoden. Ich habe einmal meine Dyson Airwrap und ich werde auch eine ganz normale Remington Lockenstab benutzen. You are very welcome to write the comments down there. You are very welcome to subscribe. Bitte abonnieren meinen Kanal. Schreibt mir einen Kommentar. Ich werde wirklich mich freuen auf eine Rückmeldung, was ich besser machen kann. Und genau, ob ihr das Video gefällt oder nicht, dann werde ich mir wirklich, wirklich freuen auf eine Feedback. Enjoy the video. So, was brauchst du dafür? Du brauchst die Bürsten. Zum die Haare bürsten und eine Haarkamm, so ich bevorzuge immer diese Kämme. I like these combs because they're easy to handle. And then the Remington und dann meine Dyson Airwrap, which I'm going to use with a different nozzle. Ich werde eine andere Aufsatz benutzen, weil ich will das probieren. Und meine Haare habe ich schon, ich habe vorgestern gewaschen und alles und habe ich geglättet und wieder lockig gemacht. Und jetzt brauche ich nicht mehr so viel Leave-in Conditioner oder Leave-in Pflegemittel reinzumachen, weil die Haare werden zu schwer. Weil gestern habe ich schon ein bisschen Öl reingemacht und das. Ich will einfach nur schnell zeigen, ob es gut ist mit dem Dyson oder mit dem Remington oder welche ist einfacher zu machen. Deswegen werde ich heute nicht das machen. Ich trage gerade eine Leave-Out. Ich trage gerade eine Leave-Out. Wie man sehen kann, meine Haare sind. Moment, muss das. Meine Haare sind so lang. Die sind nicht so richtig lang, aber dabei. Well, because I cut my hair like last year, I had cut my hair and I have put a little bit of relaxer just here in the front because I could not manage only natural hair. My other part of the hair is natural. It's natural and that here at the front is the only one that is having a relaxer. So, ich werde das ein bisschen wegmachen. Meine eigene Haare und wie man sehen kann, ist eine Leave-Out, die ich mir selber gemacht habe und ich teile das weg, mache ich einfach mal weg und den restliches teile ich in zwei, die restlichen Haare und meine Remington ist noch nicht an, muss ich anmachen, ich stelle das sehr heiß auf 220 Grad, ja. Und meine Dyson werde ich diese kleinere Aufsätze benutzen, aber man sieht es, es zeigt dir, in welche Richtung die Locken gehen werden. Wenn du die Locken nach innen, zum Beispiel, wenn du willst, das auf diese Seite, kannst du das sehen. Diese Pfeile zeigen, in welche Richtung deine Locken gehen werden. Das geht auf die Seite, zum Beispiel, du hast zwei. Das läuft auf diese Seite und die andere auf die andere Seite. Und je nachdem, in welche Richtung du deine Locken haben möchtest, kannst du das machen. Genau, ich fange an mit dem Remington. Genau, und fange ich mit hier vorne. Du kannst auch mit ganz unten anfangen, aber weil ich euch zeigen möchte, welche bessere Locken oder ihr könnt für euch selber entscheiden und mir sagen, welche hat bessere Locken gemacht. So nehme ich das da und von oben nach draußen, nach außen. So ein bisschen schwierig. Ich mache es immer so, weil ich bin einfach nur gewöhnt, so zu machen. Viele Leute, verschiedene Leute benutzen verschiedene Methoden, aber bei mir so geht es am einfachsten und am besten. So, 2, 3, 1 und dann so.
Wie man sehen kann, ist der Lock sehr schön, aber ich mag das von, weg von meinem Gesicht, weil ich will diesen Hollywood-Look haben. Deswegen mache ich die weg von meinem Gesicht und nicht nach innen. Genau. Und dann repeat, repeat, repeat. Beim Haare machen ist immer das Gleiche. Machen und dann repeat. Machen und dann repeat. Genau. Und für, zum Locken, du brauchst ein bisschen Übung. Es sieht vielleicht sehr einfach, aber mit Übung schafft man alles. Genau, einfach nur so drehen und ziehen. Ich drehe immer ein bisschen und ziehe und dann dabei werden die Haare sehr stark in dem Lockenstab. Wie heißt das? They will hold inside the Lockenstab, die werden nicht fallen. Genau, und dann 2, 3, 1, that's the way I count. And then leave it open. Einfach offen lassen und dann hast du wunderschöne Locken. Und dann nochmal, mal nochmal, nochmal. Mache ich einfach nur das dritte. Genau so. Ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon die Öle reingemacht, dieser Hitzeschutz habe ich schon reingemacht, dass die Haare nicht kaputt werden. Aber die sind halt Extensions, die sind gut, aber ich habe gar kein Problem mit Extensions, die so viele Hitze, to put them on too high heat. So, meine Lockenstab war auf 220, wenn man sehen kann. Jetzt mache ich es aus. Dann nehmen wir. So, ich habe jetzt, ich will diese Seite machen mit meinen Dyson. Ich muss meine Haare nochmal kleiner aufteilen, nicht sehr große Locken drauf machen, also ein bisschen klein aufteilen und dann anmachen und dann einfach nur so das Dyson greift auf die Haare. Und dann einfach nur so machen. Da kommt ein bisschen Hitze raus. Du musst, kann man auch hier die Hitze ein bisschen einstellen. Ob man es laut, wie heißt es? Weniger Hitze. Hier habe ich jetzt auch kühl gemacht. Ganz oben ist auch heiß. Dann wird ein bisschen zu viel Luft rauskommen und man denkt, man steht in eine. Oh, sehr schön. Sehr schön. Die sind ein bisschen, was soll ich sagen? Fast gleich, aber die sind ein bisschen größer. Gefällt mir einem. So, was ich jetzt sagen kann, ist mit dem Dyson wirklich, und es ist nicht, weil ich es habe, es ist sehr einfach. Und schnell. Das ist, also wenn man das schon mal ein paar Mal benutzt hat, dann ist richtig einfach, das auch zu benutzen. Der Remington, ich denke, ich mache es mal alles fertig. Ich zeige euch mal, wie ich ganz hinten hier mache, weil am schwierigsten ist immer die hintere Locken zu bekommen. Aber wenn du das Haar richtig gut geteilt hast, ist gar kein Problem. Ich nehme einfach nur nochmal so von unten und ich fange von unten. Das finde ich am einfachsten. Und dann. Und was ich jetzt mache, ich halte es so, dass es nicht. So. So, ich zeige euch das Gleiche mit dem Remington ganz hinten, weil ich finde, der war aus, muss ein bisschen anmachen, es dauert ein paar Sekunden, bis es angeht. Haare bürsten. Und wenn ihr Interesse an diese Haare haben, die habe ich zu verkaufen
Und die sind sehr gute Qualität, sehr, sehr gut. Könnt ihr mich kontaktieren da unten? Schreibe mir eine Nachricht, dann können wir einen Weg finden, wie ihr an diese wunderschöne Haare bekommen, wie ihr diese Haare bekommen. Weil diese hier habe ich denke seit 4 Jahren, wasche ich immer wieder und dann mache ich wieder drauf, wenn ich gar keine Lust habe, meine Perücke zu tragen, dann trage ich eine Leave-Out. So, das Problem ist mit dem Remington bei mir, wenn ich hier hinten machen muss, muss ich immer meine Hand ganz so machen. Es ist nicht schwer auch, es ist nicht schwierig, aber was soll ich sagen? Ich bin einfach nur gewöhnt, die Sachen zu machen. Mit beiden komme ich gut klar, aber ich finde, dass mit dem Dyson habe ich nicht diese ganze Akrobatik sozusagen. Diese Akrobatik ist nicht da, was ich jetzt gerade mache mit dem Remington. Wenn es kommt am Preiswert, ich würde sagen, du kannst einfach nur mit dem Remington so gut klarkommen wie dem Dyson, weil es ist billiger, wirkt auch und erfüllt seine Arbeit. It will also work for you very well. It's not that when you buy the Dyson, it is much, much better. But for me, I was taking the Dyson because I needed it for my kids. Because it has a very good brush for the hair. For these other things, oh, I let that almost too long. But you can see, it's still very, very good. Oh, I almost burnt my hair. Ich habe fast meine Haare verbrannt, aber Gott sei Dank, die sind sehr gute Qualität, deswegen sind sie nicht verbrannt. Und ja, ich finde, mit beides kommt man gut klar. Es kommt auch mal einfach nur, it's like when you like a cheap car or an expensive car, you will still come to your destination. That's how I say. But for me, es kommt, es ging um die Locken. Und wenn du gut klarkommst mit dem Remington, kannst du den Remington benutzen. Wenn du gut klarkommst mit dem Dyson, kannst du das benutzen. Ich will einfach nur sehen, wie lange die halten, die Locken halten. Und bei das hier finde ich, wenn ich so halte, ich kriege schon ein bisschen Schmerzen auf meine, ja, oder my neck is paining me a little bit. But, ja. But mit dem Remington, die Locken sind ein bisschen, die fangen an von hier, siehst du, von hier. Wobei mit dem Dyson, die sind ein bisschen höher. Man kann auch pingelig sein, aber. So, wir sind jetzt fertig. Ich mache nur ein bisschen Haaröl in meine Haare. Und dann versuche ich einfach nur meine Haare mit den Extensions zusammen zu blenden, dass man nicht den Unterschied sehen kann. Aber wie man sehen kann, ich wollte meine Haare nicht glätten oder so, weil die sind ja schon geglättet und sowieso die Locken fangen von hier an. Deswegen jetzt wollte ich einfach nur die definieren, nicht definieren, blenden, blending. Just wanted to blend them in. So, we are finished. Wir sind fertig. Und wie man sehen kann, diese Seite ist ein bisschen, it's stronger, I think so. This side is a little bit with volume. That's what I'm noticing. Diese Seite hat ein bisschen mehr Volume, aber diese Seite ist ein bisschen platt. Sagt mir, was ihr denkt. Oder bin ich ein bisschen gaga? Ich finde, diese Seite brauche ich nicht mal Haarspray reinzumachen, weil es ist ein bisschen, man kann sehen, ich habe ein paar Strähnen nicht gesehen, aber das ist egal. Aber diese Seite ist richtig schön mit Volumen, aber und diese Seite ist ganz normal und platt. Also einfach nur geht, fups, platt. So, sagt mir, schreibt mir in die Kommentare, das ist die Endergebnis. Ich liebe diese Locken, weil die sind mehr, die sind stärker. Diese Seite mag ich auch wegen die Volumen. Ich weiß nicht. Finde beide gut. Ich finde beide super toll, super schön. Und meine Haare auch. Ich bin glücklich damit.
denke, wenn ich auf eine Party gehe und I want to have that Hollywood moment, I will use this Dyson. Aber wenn ich möchte, dass die Locken noch länger halten, würde ich diese benutzen. Oder? Ja, schreibt mir einfach nur in die Kommentare. Sagt mir, ob ihr das Video euch gefallen hat. Ob ihr den Dyson probiert habt oder Remington oder welche Produkte benutzt ihr für eure ganz tägliche Haareglättung oder Haare lockig machen. Ciao!